Einkaufen ohne Verpackungen. Das können die Mainzer seit Montag in dem ersten Unverpackt-Mainz-Laden in der Kurfürstenstraße. Das System ist simpel. Die Kunden bringen ihre eigenen Verpackungen, Behälter, Dosen und Flaschen mit und füllen sich ihre Lebensmittel selbst ab. So kann der Kunde die gewünschte Menge selbst bestimmen und schont die Umwelt durch weniger Plastik, weil es wird immer mehr und mehr und mehr produziert. Und das ist dann das Ziel. Und für mich auch für die Kunden, wir können uns unterhalten. Man fragt, man guckt, bei Supermarkt, Discounter, man geht gezielt, holt das Ding, sagt Hallo, zahlt und geht raus. Und das ist dann unser Ziel und was wir erreichen wollen. Und so funktioniert's. Die Kunden wiegen ihre leeren Behälter und bekommen einen Bon mit dem Leergewicht ihrer Verpackungen ausgedruckt. Diesen kleben sie dann auf ihre mitgebrachten Behälter. Dann können sie diese mit den Lebensmitteln befüllen. Am Ende wird die Ware gewogen und das Gewicht der Verpackung einfach abgezogen. Das Prinzip kommt an bei den Kunden. Ja, super spitze. Ich habe sowieso daheim immer schon die Gläser. Ja. Super toll, dass es sowas jetzt in Mainz gibt, weil es super Essen ist, wenn man einkaufen geht und man gerade die ganzen Plastikverpackungen hat. Also wenn man sich mal anschaut, was man in einer Woche für Müll produziert, das ist unfassbar und total überflüssig. Und deswegen freue ich mich, dass es das jetzt auch in Mainz gibt. Naja, entweder man meint es ernst mit dem Verpackungsmüll oder man meint es nicht ernst. Dann finde ich schon toll, ne? Doch wie sieht es bei den Preisen aus? Sparen die Kunden durch die wegfallenden Verpackungen auch Geld? Die Preisegestaltung habe ich immer geguckt, was 2-3 andere Bio-Läden anbieten. Manchen habe ich auch gekauft, um zu gucken, wie es geht, was ich nicht gefunden. Und ich glaube, ich bin ein bisschen günstiger. Die Auswahl in dem Laden ist etwas begrenzt. Bisher gibt es 127 verschiedene Produkte. Darunter vor allem Getreide, Obst, Müsli, Nudeln, Gewürze und Öl. In der nächsten Woche sollen es schon 200 werden. Und das Sortiment um Waschmittel und Seife ergänzt werden. Und auch wer keine eigenen Behälter mit hat, der bekommt im Laden welche zum Selbstkostenpreis. Da sind kein PVC, da sind PP, das ist Polypropylen, recycelbar. Das heißt, wenn man das nicht mehr braucht, kann es man im gelben Sack tun und das wird auch recycelt.